Ja, hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Paul and Ken into Space mit dem Zuckerrohr. Ja, wir sind kurz davor, den Commonwealth zu gründen. Wir sind technologisch bis auf Diplomatie ganz gut dabei und versuchen jetzt die Zeit bis 1521 zu überbrücken, dass wir gegen den Livionischen Orden ziehen können und unsere Macht 25 Diplomacht aus Frankreich rauszupressen. So. Fuck! Ich bin ein Depp. Ich bin so ein Depp. Ganz ehrlich? Dann gehen wir diesen Weg. Wir haben nicht. Halt. Ungarn hat das Bündnis mit mir gebrochen, warum? Was zur Hölle? Okay. Jetzt muss ich hoffen. Mobil machen. Pommern. Mobil machen. Falls, bei dir habe ich nichts. Litauen. Du. Bist sofort. Jeder würde verweigern. Minus 2 für ausgezeichnete Beziehungen an der Stabilität. Alter. Krass. Ist ehrlich, Leute, ich opfer nicht so 2 Stabilität. Ich muss jetzt los. In Krakau erheben sich Thronanwärter. Dann machen wir jetzt erstmal unsere Hauptarmee nach Krakau. Und hoffen, dass uns vielleicht irgendwann mal jemand hilft. Der Sitzenstuhl hervorgehend zu. Wartet. Okay, Gott, dann haben wir es hier unten jetzt. Erstmal geschafft. Als nächstes müssen wir kurz die Schlachter beruhigen. Es geht extrem rein. Als nächstes brauchen wir Söldner. Wir werden Darlehen aufnehmen müssen. Uns bleibt auch gar nichts anderes übrig. Machen uns bereit, dass wir Litauen mit Kraft zerquetschen können. So. Ich find's kacke, dass mir keiner meiner Verbündeten helfen will. Jedoch, solange wir gegen das litauische Hauptheer kämpfen, können wir im Süden erstmal Moldau besetzen lassen. Okay, der Rival unseres Rivalen hat geklappt. Frankreich würde sowieso kein Bündnis mit mir eingehen. Erobert Skov. Nö. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das so passieren würde. Okay. Ich habe einen ganz guten, ich habe einen guten Vorteil, und zwar. Warte, wieso? Ich habe erstens mehr Kanonen, zweitens mehr Infanterie. Meine Kavallerie hat nicht viel ihre Kampffähigkeit erzielt. Danke. Das wäre jetzt echt erbärmlich gewesen, hätte ich diesen Kampf verloren. Ihr kümmert euch um Warschau. Und ihr marschiert mit voller Truppenstärke nach Vilnius. Warte, sie werden für den Verrat büßen. Ich brauche eure Loyalität. Oh, Kacke! Komm. Ja, ihr schafft es auf Dauer. Auf Dauer schafft ihr das. Litauen, es hat keinen Sinn.
Wir bleiben jetzt hier erstmal kurz in Vilinos stehen. Okay, die ziehen sich eh nicht nach Polotsk zurück, dann passt das kurz. Ja, jetzt die fröhliche Musik. Ich verstehe es nicht, warum es bei jedem, wo ich höre, klappt das immer so gut mit den Commonwealth. Und bei mir gibt das Probleme. Warum gibt es immer Probleme bei mir? Ich meine, ja komm, marschier rein und lass dich vernichten. Keine Ahnung, was du vorhast. Hattest. So. Ich möchte noch 2, 3, 4, 5, 6. 1000 Söldner. Ich werde jetzt viele Darlehen aufnehmen müssen. Aber ich kann es mir nämlich nicht leisten, dass ich jetzt hier in irgendeiner Art und Weise gegen Litauen verliere und die Union nicht schaffe. Ihr sammelt euch alle in Polotsk. Ich möchte diese Festung haben. Ich möchte einfach diese Festung haben. Sofort. Und Vilinos lässt sich einfach nicht einnehmen. Alter. So, ich hoffe, die schaffen es, Bratislava einzunehmen. Die 17.100 Mann vom Feind bewegen sich nach Drakai. Wollen wahrscheinlich verhindern, dass ich Warschau befreie. Oder bewegen die sich gegen meine Armee? So, meine Moral ist ein bisschen weiter unten. Jetzt. Okay, ich werde die Soldaten unten bei Warschau verlieren. Das ist jetzt was, das muss ich leider kurz eingehen. Komm schon, schafft es einfach in Bratislava. Und vor allem, wie ich jetzt einfach Litauen aufrüsten kann. Wie ich jetzt einfach aufrüsten kann. Und ich bin so enttäuscht von Österreich. Ich bin einfach von Österreich wirklich enttäuscht. Was haben wir hier? Wisst ihr was? Nochmal. Macht mobil. Helft mir. Helft mir einfach, bitte. Ihr seid solche Arschlöcher. Ich hab sie nie verraten. Nie. Sie haben mich schon ein paar Mal verraten. Ich verstehe es nicht. Nimm's nicht übel, aber die KI ist ein Arschloch geworden in euch. Die interessiert sich nicht mehr für ihre Verbündeten. Du sollst dich für deine Verbündeten interessieren. Das tut mittlerweile euch als Bedingung setzen. Aber und sollst Vertrauen aufbauen zu ihnen, sie zu dir, etc. Aber an sich vertrauen kannst du keiner KI. So, das ist der leere Punkt, da könnt ihr mich eh nicht angreifen. Gut, so, im Süden kämpft Moldau. Das wird Moldau, hoffe ich mal, schaffen. So, im Norden wollen sie verhindern, dass ich wahrscheinlich Drakai einnehme. Ich meine Vilinos einnehmen. Oder etwa nicht. Naja, dann belagern wir so lange mal Drakai und machen uns bereit, dass wir jederzeit im Vilinos Unterstützungstruppen senden können. Ah, das habt ihr vor. Langsam meine Unterstützungstruppen ausrotten. Es ist euer Plan. Ich merk's schon. Kommst du jetzt zufällig bis noch da drüben irgendwie, oder? Doch, kommst du, sehr schön. Wir werden jetzt. Jetzt auf einmal funktioniert's. Nein, das schaffst du nicht rechtzeitig. Du gehst mal nach Vilinos. Im Süden hat Moldau die Schlacht anscheinend gewonnen. Ich meine, gut. Oh Gott, Litauen. Litauen, Litauen, Litauen. Wir müssen jetzt halt ihre Hauptstadt besetzen. Das ist dann eine fette Festung. Die unterstützt uns und dann werden wir eine Befreiungswand für unser eigenes Land starten. In einer gewissen Art und Weise, würde ich mal sagen. Okay, Warschau wird befreit. Also Litauen, komm, nimm es einfach an. Es ist für uns beide besser, wenn du in die Union zurückkehrst. Okay, ich brauche einen Kriegsstand von 60. Sollte ich bald hinbekommen. Wollt ihr verhindern, dass ich... Die wollen es, glaube ich, verhindern, dass ich's. Dann gehen wir mal nach Gardinas.
komme in Drakai an. Dann sammle ich alles in Drakai, was ich habe. Die werden das bereuen. Den Angriff werdet ihr dir bereuen. Dafür habe ich zu viele Drogen. Gut, dass wir ein bisschen Manpower angespart haben, Leute. Wichtige Schlacht, die wir gewonnen haben. Hier. Bis hier hin. Und du bist auch erstmal hier hin. Sollen das jetzt, wisst ihr, das verstehe ich nicht. Ich habe Burgen sogar eingenommen. Aber jetzt auf einmal kann ich mich nicht mehr in mein Heimatland zurückbewegen. Wieso? Wo blockiert es mich jetzt auf einmal? Es gibt nirgendwo eine andere Burg, die jetzt irgendwie neu errichtet worden ist. Aber ich werde blockiert. Und das ist etwas, was mich extrem ankotzt bei einem anderen Burgensystem. Also, dich random blockiert. So. Musste ich kurz mal rauslassen. Stört mich zurzeit nämlich extrem. Seid ihr gerade im Krieg oder sowas? Nee. Ich hab mir gerade nämlich bloß gefragt, warum wollen Militär zu kommen von mir? Litauen, was mal. Nein! Ich möchte, dass du wieder in die Union kommst und fertig. Akzeptier es doch einfach. Ich kann halt jetzt Moldau nicht unterstützen, weil mich irgendeine Festung blockiert. Ich stehe auf der Festung, sie kann mich nicht blockieren. Ihr könnt auch nicht runterlaufen. Ach, ist das schön. Ach, Leute, wisst ihr? So macht doch euer Spiel Spaß, wenn einen das Spiel ständig ärgert. Macht her damit. Braucht man immer. So, nach Drakai mit euch. Wir haben immer noch die Oberhand im Krieg, so ist es jetzt ja nicht. Weil ich glaube, das hier ist nicht mal ihr Hauptherr, das müssten Söldnerherr sein, aber ich denke nicht, dass sie noch großartig Manpower haben. Sie haben ein größeres Herr als ich mittlerweile. Wow. Das ist echt cool. Also, ich finde es gerade eben echt richtig schön und richtig fair, was da passiert, aber nun gut. Ach, Martin Enward, was hast du denn da verbrochen in diesem Spiel momentan? Festungen werden nicht mehr so random blockieren. Ja, das sehe ich. Ich sehe, wie sie nicht mehr random blockieren und urplötzlich Truppen durchlassen, dann nicht mehr etc. Ja, das sehe ich so dermaßen. Gut. Auf Dauer sollten wir das hoffentlich schaffen. Wenn jetzt die Armee ein bisschen durchhält, dann bekommt ihr nämlich immer wieder einen neuen Soldaten. Und dann machen wir das hier auf Massentaktik. Ne, schaffen wir nicht, weil wir zu viele Truppen verlieren. Stört mich gerade eben extrem. Leute, hab hier ein kurzer Cut. Ich muss mir überlegen, was ich tue. Meine Verbündeten helfen mir nicht. Litauen ist aus. Nur um es mal kurz so zu erzählen. Es ist nicht möglich. Eigentlich, die Wahlmonarchie soll nämlich normalerweise verhindern, dass Litauen aus der Personalunion rausfällt. Möchte ich nur mal anmerken. Macht sie aber nicht. Na gut. Ich sehe uns in der nächsten Folge, Leute. Ich muss jetzt hier erstmal nachdenken, was ich tue. Es geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.